Hallo, ich bin euer Kreuzfahrturlauber Fabian. Gemeinsam mit meinem Schiffberater.com bringe dich an Bord. Und damit viele Grüße aus Papenburg. Noch kein Schiff im Hintergrund, aber es ist gar nicht weit entfernt. Und zwar wird hier gerade die Carnival Jubilee von Carnival gebaut. Im Werftbecken von der Meyer-Werft in Papenburg liegt dieses große XL-Schiff. Das dritte Schiff der Generation und damit wirklich ja etwas ganz Besonderes. 345 Meter lang, 183.000 Bruttoregistertonnen. Dem einen oder anderen mögen diese Ausmaße jetzt schon so ein klein bisschen bekannt vorkommen. Und zwar handelt es sich dabei um ein Schiff der sogenannten Helios-Klasse, die es ja auch für AIDA Cruises gibt. Und tatsächlich wäre dieses Schiff auch das dritte für AIDA gewesen. Während der Pandemie hat man das innerhalb der Carnival Corporation umverteilt, sodass dieses dritte Schiff, die Carnival Jubilee, jetzt für Carnival eingesetzt wird. Bald ab Texas unterwegs, also wirklich ein sehr interessantes Schiff mit einer Achterbahn an Bord und vielen weiteren Highlights. Und noch während des Baufortschritts habe ich gleich die Möglichkeit, dann auch einmal oder morgen früh einmal die Möglichkeit, an Bord zu gehen. Vorher steht jetzt hier gleich noch einmal ein Abendessen mit der Carnival-Präsidentin im Hotel an und morgen geht es dann los zur Werft. Ich bin sehr gespannt und nehme euch mit. Auf eine Baustelle war ich nämlich auch noch nie auf einem Kreuzfahrtschiff. Vor den Werfttoren der Meyer-Werft im Werftbecken liegt die Carnival Jubilee, wirklich beeindruckende Ausmaße. 2700 Kabinen in etwa hat dieses Schiff und natürlich den roten, markanten Carnival Schornstein, übrigens mit LNG angetrieben, dieses Kreuzfahrtschiff. Ja, von außen sieht das Schiff schon relativ weit aus, von innen ist noch ein bisschen was zu tun. Das wird deutlich bei der Besichtigung an Bord der Carnival Jubilee in Papenburg. Am nächsten Morgen leichter Nebel noch unterwegs, denn jetzt geht es hier auf die Werft. Ganz früh gegen 8 Uhr sind wir bereits hier und reges Treiben herrscht, denn einige hundert Werftmitarbeiter sind unterwegs auf diesem Schiff, um das Schiff dann auch fertigzustellen bald. Es geht an Bord und deutlich wird noch 47 Tage bis zur Überführung auf der Ems dann in Richtung Nordsee, damit das Schiff dann auch bald schon in der Karibik unterwegs sein kann. Kurz vor dem Boarding gab es dann noch eine Sicherheitsinformation, Sicherheitshelme und eben auch leider die Information, dass ich nicht wie ursprünglich angenommen einige Fotos und Videos machen darf. Deshalb nur kurze Blicke hier ins Innere des Schiffes. Einmal hier der Bereich Summer Landing am Heck des Schiffes. Auf Deck 8, ein Restaurant mit direktem Zugang auf das Außendeck hinten am Heck des Schiffes und hier einmal ein Blick ins Atlantik-Restaurant. Vorne einmal das Rendering im Hintergrund, so wie es derzeit aussieht auf der Meyer-Werft. Und dann sind wir hoch auf Sonnendeck. Dort durfte ich leider auch keine Aufnahmen vom Deck machen, aber hier einmal der Blick auf die beeindruckend großen Werfthallen der Meyer-Werft. Was ich aber aufnehmen durfte, ist schon mal ein erster Blick auf die Achterbahn. Bis zu 60 km/h schnell werden dort die Fahrtgeräte und etwa 400 Meter lang ist die Fahrstrecke. Choose Fun lautet also das Motto an Bord. Das ist hier noch einmal ein kurzer Blick in das Mardi Gras Theater. Ganz vorne am Bug des Schiffes Platz für etwa 900 Gäste. Und richtig ein klassisches Theater noch auf diesem Schiff. Mehr durfte ich euch leider vom Inneren des Schiffes nicht mitbringen an Impressionen. Wirklich etwas schade. Hatte ich mir erhofft, dass ich euch deutlich mehr zeigen darf. Aber das war eben leider von der Bauleitung dort vor Ort nicht gewünscht. Anschließend ging es dann auf eine Führung in der Papenburger Meyer-Werft. Hier sieht man ganz gut die Art und Weise, wie hier gefertigt wird. Und zwar werden die Schiffe hier in Blöcken gebaut. Immer wieder kleine Segmente, die unabhängig voneinander gefertigt werden und dann in der Werfthalle zusammengeschweißt werden, sodass dann am Ende ein großes Kreuzfahrtschiff wie die Carnival Jubilee daraus entsteht. Hier in diesem Fall jetzt natürlich nicht die Carnival Jubilee, denn die steht ja schon nahezu fertig draußen vor der Werft. In diesem Fall sehen wir jetzt einmal die Silver Way, wie sie hier zusammengeschweißt wird. Ganz interessant in einer der kleineren Hallen der Papenburger Meyer-Werft. Ich hoffe, es hat euch gefallen, diese Eindrücke hier zu bekommen, auch wenn ich euch nicht so viel zeigen konnte, wie ich es ursprünglich erhofft hatte, als ich nach Papenburg angereist bin. Trotzdem natürlich interessant, hier dieses große Schiff einmal im Bauzustand zu sehen. Bucht gerne eure nächste Reise unter meinschiffberater.com, abonniert den Kanal Kreuzfahrturlauber Fabian. Vielen Dank und bis ganz bald, euer Fabian.